Hallo und willkommen zurück zu Skyrim Remastered oder Special Edition oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, wir sind hier zurzeit unterwegs mit Chani und Lydia und wollen uns in dieser Folge auf dem Weg nach Weißlauf machen. Mal wieder eine Runde zu Fuß durch die Pampa latschen und gucken, was uns da alles so unterwegs vor die Füße fällt. Vielleicht sollten wir mal einen Marker setzen. Da. Nein! Place a marker. Goddammit. Ja, und schauen wir mal, was unterwegs so alles passiert. Vielleicht geschieht ja noch ein kleines Abenteuer, aber großartiges können wir nicht machen, weil wir ziemlich überladen sind. Oh, da geht schon mal was los. Warum? Was habe ich euch denn bitte schön getan? Und wir sind direkt überladen. I've got your back. Oh. Ah, How can I serve you, my thane? will see. So, Apparels. You lead on. Ey, da kommen wir nur einen Schritt raus und werden wir direkt von irgendwelchen Nekromanzern angegriffen. Die haben einen, oh, einen Banditen überfallen. Das hast du auch selten, dass Banditen überfallen werden. So. Aha. Lydia ist da mal wieder kein Fan von. Oh, da ist schon wieder ein Geist. Da muss ich schon sagen, da muss ich mich selbst loben, das war wieder ein toller Schuss. Wahnsinn. Gehen wir in die Richtung? Weil in die Richtung würde ein Drachennest kommen oder ein Drachenhort. Und wir haben im Moment nicht so wirklich Platz in unseren Taschen, um da nochmal Drachenknochen plus Boss-Chest aufzunehmen. Deswegen sollten wir vielleicht hier mal einen anderen Weg einschlagen. It was a trap indeed. Oh shit. Ich will das Buch hier haben, Gottverdammt. Ich habe den falschen Shout noch drin. Ups. Ups. Das war nicht verzaubert, ne. Warte mal, wir können mal. I'm right behind you. Yes, Thane. What is it? Du sollst Yes, hier. my Thane?
Okay, du kannst es auch nicht aufnehmen, okay, dann. Anything else? I've got your back. Okay, also das ist nicht aufnehmbar, na dann fuck off. Gehen wir weiter. War hier ein Weg durch? Ich glaube, ne? Da ist eine Fallmerhütte. Das ist ja natürlich Burp. Face Shot. Bleib mal hier. Rechts unterm Auge. Eieieiei. Mal kurz den Dings hier auch noch mit auf. Ah, und ich bin extra woanders lang gelaufen. Damit wir den Drachen nicht aktivieren, aber. Ah, fuck. Gucken, vielleicht ignoriert er uns ja. Auch ein Fuchs. Okay. Lass den Fuchs in Ruhe. Dass hier auch alles und jeder Fuchs hier jagt. Verstehe ich nicht. Run away, little fox. Run away. So, und wir müssen jetzt. Oh, in die Richtung. Huch. Dies ist mir unbegreiflich. Warum die alle den Füchsen was Böses wollen. Oh well. This doesn't look so good. Sieht ja so aus, als wären sie vom Winter Schnee irgendwie überrascht worden. Oder? So, wo ist jetzt hier ein Weg? Oh, scheiße. Ah, da geht's wieder da lang. Nee, wir müssen hier hinten lang. Ruht in Frieden. Ist da irgendwo ein Weg runtergeben, oder nicht? Naja gut, dann müssen wir halt wieder ein bisschen Freestyle Climbing machen. Oh, da ist irgendwas. Ne, ist bloß ein Fleck, okay. Okay, da sind Imperiale hier. Das sind Beschwörer, okay.
Oh, come on! Oh, come on! God damn it. Ach nee, das waren nicht mal kaiserliche Soldaten. Das waren... Oh. Moment. Da müssen wir mal kurz nachgucken. Salonia Carvain. Die ist doch bestimmt auf dem Weg zur Hochzeit gewesen, oder? Skyrim. Excuse me. Skyrim. Doppelpunkt. Wie wird's geschrieben? Salonia Carvain. Da ist er doch. Saloria Carvain is a snobbish imperial citizen who traveled all the way from Cerulean in the wedding of Victoria Vici and Asgard Snowsnort. Short. She can be run away again twice in the wilderness, before and after the quest bound until death is complete. She travels on foot accompanied by her husband Paulus and a single bodyguard. Due to a lack of knowledge about Skyrim, the group never makes it to the wedding in solitude. Instead, they end up inside the Temple of Talos in Windhelm, a long way from the destination. When first encountered, Salonia reflects on the upper class shadows and little fine clothes. When approached, they were all disgusted. After completing the quest, Salonia, her husband can be counted again. Also, in a miserable state, her boots are ruined, long walk now, barefooted. When approached, she will just. Okay, also brauchen wir die nicht unbedingt retten. Die sind nicht wichtig. Well, so. Ein Glasdagger, sure. So, ich glaube, wir müssen hier bei euch mal ein bisschen was ablegen. Davon ein, davon könnt ihr zwei haben, die könnt ihr auch haben. Longbow könnt ihr auch haben. So, halt, wenn man das Steel Sword kannst du auch haben, das brauche ich auch nicht. What? So. Okay. So. Wenn hier draußen noch jemand rumläuft, knallen wir den auch ab. Ansonsten. Ah, da ist ein Skelett, aber das können wir, denke ich, mal ignorieren. Wenn es uns ignoriert. So, also zu einem späteren Zeitpunkt wird das hier ein Ort im Kampf zwischen zwischen Stormcloaks und Imperials. Schön, dass du wieder da bist. So. Aber ja, wir haben jetzt bloß sie getroffen. Die Frage ist, wo ihr Mann und ihr Bodyguard abgeblieben ist. Oh fuck. Wir haben den Widder nicht hätten retten können, haben retten können. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Wir waren leider zu langsam. Haben nicht die Aufmerksamkeit des Berges schneller auf uns richten können. Oh. Jetzt sogar zwei Stück gerissen.
Ärgerlich. Oh. Was haben wir da? Ach, der will bestimmt zum Schrein. I'm on a pilgrimage to the shrine of Azura, the goddess of twilight, if you'll excuse me. Die Stimme, die passt überhaupt nicht zu dem Charakter, würde ich mal sagen. Der hat zu dichten Akzent. White Run. In die Richtung, okay. In die Richtung, of course. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ach, der hat da mit dem Typen gekämpft wahrscheinlich. Forsaken Cave, das ist glaube ich auch irgendwie ein Quest. Nee, Quatsch, nee, das ist kein Quest. Hier gibt's Rudiment oder Radiant Quests, also Quests, die random in irgendwelche Dungeons gelegt werden. Gibt's hier zwei oder drei Stück, die da reinführen? So, hier müssen wir weiter in die Richtung. Hier ist noch eine Hütte in der Nähe, vielleicht können wir da was verkaufen, aber ich... Ach, die Feinschmeckerhütte ist das. Wo man auf den Feinschmecker treffen kann, während der Assassinen-Gilden-Questreihe. Was haben wir da hinten? Dass sie immer feindlich sein müssen. Wow, 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 Lydia. Oh, den Chief direkt erwischt. 100 Gold. Wo ist der andere Typ? 100 Gold. Ala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 . So, zwei Stück müssten hier noch sein. Das gehört glaube ich zu dem Level List Add-on Mod, den ich installiert habe. Der spawnt theoretisch überall in Skyrim Content aus, also ja, halt solche Encounter. Müsste hier irgendwo einer sein? Okay. Waren das nicht? Das sind jetzt bis drei. Oh, sie hat sogar den spektralen Bogen benutzt. Cool. Naja, ist egal. Wir sind auf dem Weg nach Whiterun. So, aber wir können ja da mal kurz ins Gasthaus gucken und schauen. Obwohl, nee, ist eigentlich Quatsch. Da ist keiner, der Sachen kauft, außer vielleicht Lebensmittel. Und die machen bei uns jetzt nicht so das große Gewicht aus. Nightgate discovered. Winterhold, Dawnstar, Whiterun. Die Richtung. Okay. Schippid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 
Einer Boss, okay. Ja, wir werden hier die ganze Zeit abgehalten auf unserem Weg nach Whiterun. Silver Drift Lair. Ach, das war hier, glaube ich, mit den, wenn man die Companions macht und die silberne Hand sucht. Ich glaube, da findet man dort ein paar. So, jetzt ist wieder eine Kreuzung. Whiterun in die Richtung. Wen haben wir? What's a milk drinker like you doing out here? Go home to your mother. Aha. Ich würde dich in einem Fistfight wegboxen. Aber man muss ja nicht jeden und jeden ankotzen. Nein, man muss nicht jeden umbringen, dem ein das Gesicht nicht gefällt. Also von daher müssen wir uns auch nicht hier von jedem dazu provozieren lassen, ihn umzubringen. Wir stehen da drüber. Oh, hello. Oh shit. Potions, meiner Healing, meiner Magicka. Komm schon, Bogen! Komm, wenn du so weitermachst, hat Lydia ihn besiegt, bevor wir den... Ah. Ja, genau das meinte ich. Hat ihn Lydia tot, bevor wir unseren Bogen casten können. So, jetzt müssen wir uns ja aber sputen. Oh. Das schwebt da ein bisschen in der Luft, das Gras da. Oh. Hello, Giants. Oh. Ja, waren gerade Wölfe. War das nur einer wieder? Merkwürdig. Übers Auge geschossen. Das hurts. Ach, hier ist der Bauernhof mit Cicero. Speichern wir mal ab und schnacken mal mit Cicero. Aber erstmal ein Level up. LOL! Und was wollte ich jetzt machen? Ich glaube, Stamina oder Hellsnar, ist egal. Und wir wollten jetzt, warte mal, wir haben, ich glaube, bei Illusion über 40, das heißt, wir können jetzt hier wieder einen Punkt reinstecken. Ach, erst auf 50. Ah. Ach Quatsch, das ist doch nicht Illusion. Hier ist Illusion. Yay! Dann noch 8 Skillpunkte. Yay, yeah, das wäre super. Problem? Oh, poor Cicero is stuck. Can't you see? I was transporting my dear, sweet mother. Well, not her. Her corpse. She's quite dead. I'm taking mother to a new home. A new crypt. But... Ah! Wagon wheel! Damnedest wagon wheel! It broke. Don't you see? Is there some way I can help? Oh, 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 oh yes!
Yes, the kindly stranger can certainly help. Go to the farm, the Laureus farm, just over there, off the road. Talk to Laureus. He has tools. He can help me. But he won't. He refuses. Convince Laureus to fix my wheel. Do that, and poor Cicero will reward you with coin. Gleamy, shiny coin. Very well. Hallo, Dialog? Die Lady Buriel. Hoffentlich sind die jetzt noch draußen. Ich will da nämlich nicht einbrechen. Dann habe ich nicht die Wachen am Arsch. Ach, fuck. You. Little man really needs your help with his wagon. That Cicero fella? Huh, tell me something I don't know. Crazy fool's already asked me about 5 times. Seems he's not satisfied with my answer. Why can't he just leave us alone? Also, die Logik. Er will mit seinem Wagen hier weg. Ihr wollt ihm aber nicht helfen, seinen Wagen zu reparieren, damit er hier wegfahren kann. Logik? Hä? So, what's the problem? I sure you pay you. Pay me? You think this is about money? Have you seen the man? He's completely out of his head. A jester here in Skyrim? Ain't been a merry man in these parts for 100 years. And he's transporting some giant box. Says it's a coffin, and he's going to bury his mother. Mother my eye. He could have anything in there. War contraband, weapons, skooma? Ain't no way I'm getting involved in any of that. You have a point. What can I do you? What can I do to help? He's a stranger who needs assistance. Please do the right thing. What? And just who in Mara's name are you anyway? Hmm? Come here, telling me my business. And for what? To help a fool? You should help him. Look, I... Yes, you're right, you're right. Feller might be nutters, might not. But fact is, he needs help. I turn him away. What kind of a man am I, huh? Ein Arschloch. Thanks. And I'm sorry for my unneighborly reaction. If you talk to Cicero, you be sure to tell him I'll be down to help soon. Great. Ist das ein Hund? Hello! Poor mother! Our new home seems so very far! I talked to Laureus. He agreed to fix your wagon wheel. You did? He has? Oh, stranger! You have made Cicero so happy, so jubilant and ecstatic, but more, even more, my mother thanks you. Well... Here, for your troubles, shiny, clinky gold, a few coins for your kind deed, and thank you again. Well... Hallo, Dialog? Gehst du mal weg? Das sieht mal nach einem Achsenproblem aus. I will wait for Laureus. Oh yes, Mother and I will wait right here until he fixes our wheel. Okay, so, jetzt lass mich mal hinten gucken. Ist das ein Wolf oder ist das ein Hund? Aber es sieht, glaube ich, mehr nach einem Wolf aus, ne? Ah. Hab mich schon gefreut, hier so einen Wildhund, einen streunenden Hund als Begleiter zu kriegen oder als Pet. Aber es ist dann doch nur ein Wolf. Ja. Okay, dann auf nach Whiterun. Und ich werde dann außerhalb der Folge wieder Taschen leer machen und so weiter. Okay.
So, ach ja, genau, der Wachposten, der. Oh, doch, wir sind hier richtig. Wir sind jetzt hinter, hinter Whiterun. Bin ich auch seltenst. Oh. Gold. Oh, ein Steelingard, geil. Well. Oh, ein Lockpick. Wer ist so bescheuert und greift zu zweit einen mehr oder weniger befesteten Außenposten von der Armee an? Das ist was Bescheuertes. Banditen. Ohne. Oh. Eine Spinne? Aber das war eine große Spinne. Die laufen doch hier nicht in der Wildnis rum. Wow. What? Fuck off. Ist er tot? Da helfen wir ihm, die Spinne zu töten und da greift er uns an, ey. Nur Arschlöcher hier in Skyrim. Oh, da hat hier einiges umgelegt. Skeever. Noch ein Skeever. Banditenchef, oh. Oh, das war auch so eine Gruppe, die uns da vorhin am Berg angegriffen hat. Aber die wohnen. Oh. Kriegen wir den da noch? Mann, 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 Mann. Wir snipen hier aber wieder was zusammen. Wahnsinn. So. Whiterun, da lang. Bevor wir jetzt hier noch wieder 10 Stunden in die falsche Richtung rennen. Und uns zu viel ablenken lassen. Vielleicht können wir in der nächsten Folge mal ein paar Minijobs für den Jarl hier in der Umgebung von Whiterun erledigen. Vielleicht Banditen jagen oder sowas. So quasi so als Überbrückung oder als Ausgleich dafür, dass wir in den letzten Folgen eigentlich bloß die Magierschule Questreihe gemacht haben. Missionsreihe. Whatever. So, jetzt mal kurz mal. Sind die Händler da? Was? Oh, nee. Wrong Button oder Wrong Shout. Oh ja, sie sind da. Sehr schön. Wir haben in diesem Land für so lange. Es ist nur ein Kauf. Du suchst, um einen Kauf zu machen. Take a look. Deckalu, Grisat. So. Ist egal. Battle Axe. Glass Decker behalten wir. Iron Decker kann weg. Steel Decker kann weg. Apirororo. Black Rose. Ebony Shield behalten wir. Für Glass Shield behalten wir. Diamond Ring. 44 hat er nur noch. Vielleicht bei den Tränken was loswerden. 16, bei Misk vielleicht. 47.
Yay, und gucken wir mal, was der Gute anzubieten hatte. Bücher. Talmor Orders? Wieso hat. Shit. wieso hat der sowas? Gucken wir, ob der Dietriche hat. Nee, sieht nicht so aus. Okay, Weapons. Ach, ist ja. May your own regret to warm sands. You Into ways the unknown, to. I have always dreamed of seeing So. So, Whiterun. Hello. Ach, keine Vampire hier gewesen in der Zwischenzeit. Sehr schön. So, Avinci. Avinci. I'm more for selling. Misk. Erstmal Horsehide. Eiswollfells, Leder, Lederstrips, Shovel, Snowbeer-Pelt, Wolf-Pelt, up here. Okay, ne, da haben wir nix. Weapons, da haben wir auch nix. Gut, dann können wir mal bei ihr nachgucken. Ob sie ein paar. Sie hat auch nix. What the fuck? Hiding Wolf Cowardice. Okay. So, okay. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Oh, hello. Alles in Ordnung da unten? Security in Whiterun is terrible. Shameful is what it is. Okay. Legen wir mal ein paar Sachen ab und dann, ach so, siehst du, wir müssen dann Lydia auch ein bisschen befreien von ihrer Last. Ingredients. Everything. So, Bücher. Siehst du, ich habe oben auch ein paar Bücher reingepackt, na ja. So. Okay, Scrolls können wir auch einpacken. Können eh nicht alles verkaufen. Apparel, das können wir nach oben bringen. Ja. Oh. Ja. So, dann Weapons ablegen. Arrow, Glass Daggers, Stoff und Magnus können weg. Matrops, Ebony Shield. Ach, das geht nicht. Krosis Murukai. Ragotsch. Achso, dann brauchen wir auch gar nicht mehr verkaufen gehen, fällt mir gerade ein. Haha. So, jetzt sind wir auf 151. Naja, gut, das werden hier die ganzen Masken sein, ne? Die Maske hat 5, 9, 18, 21. Naja, so viel ist das auch nicht. Haben wir so viel Pötte drin? Ja. Ach, halt, siehst du ja. Komm mal her. Right behind you. Komm mal her. I am at your command. So, du gibst mir erstmal Misk, alle Drachenknochen, Misk, Apparel, Falmer Shield, Ebony Shield, Archmage Boots, Weapons. Den Bogen hast du benutzt, ne? Oh ja, der macht auch 33. Alle. Of Fireballs. Oh, die benutzen, die machen ja doch leer. Irgendwer meinte, dass die nicht leer werden, wenn Begleiter die benutzen. Ah, Bullshit. So, dann droppen wir mal alles davon, das. Ach, eigentlich können wir die auch alle droppen. So, den Fireball auch droppen.
Okay. Na gut. Gut. Dann werden wir mal zum Alchi marschieren. So. Ja. Oh, thank you. Divines bless your kind heart. Yo, please. Let me know if you see anything you like. Yeah, well, I'd like to sell some potions to you. Look rather pale. Take a look. Bam. 6, ja, für 6 gibt's hier glaube ich nichts, ne? No, okay. Come back anytime if you need a remedy. Yo. I will. Gut, dann müssen wir halt den Rest an Dingens verkaufen. Got something for just about everybody in here. Well, everything's for sale, my. Everything is for sale. Off the key. Potions, magicka, poison, filler of fire, water breathing, frenzy potion, lingering potion, brief invincibility, destruction illusion, stamina, ultimate magicka behalten wir, vigor, kann er nicht mehr, vigorous, den können wir, berserker können wir. Den können wir. Okay. 11.000 Gold. Können wir ja ein paar Bücher kaufen. Oh. Ich muss nicht unter Schrei heißen. Illusion 44. Bis 50, also 6 Skillpünktchen brauchen wir da noch. I might just be a servant among lords, but don't think for a moment. Well, whatever you say. Come to Dragon's Reach to... I had you figured for a mage. I think you'll appreciate this. Okay, Conjuring hat ja nicht so wirklich was Gutes Neues. Aber wir brauchen ja eh Illusion, ne? 4 hatten wir, den mussten wir ja da als Eintrittszauber für die Magiergilde machen. Fury? Warte mal, guck mal. Fury, Healing Hands, Ice Spike, Lightning Rune, Frost Rune, Fire Rune. Okay, schauen wir mal. Books habe ich gesagt. So, jetzt muss ich noch kurz was gucken. Magic, Restoration, Healing Hands, Target. Fuck. Also Healing Hands und Healing haben wir. Yes. So. Hat er nicht noch irgendwas anderes mit Healing? Nee, den haben wir. Ich hätte aber gerne Illusion noch was. Alteration. Mage Light ist, glaube ich, Alteration. Genauso wie Oak Slash ist auch Alteration. Fast Healing. Yeah, das brauchen wir. Und Courage. Den nehmen wir mal auch. Und den. Candlelight? Okay. Und Battle Axe. So.
Good day. Good day indeed. Okay. There's a tranquility in magic. So, you wish to master the arcane? No. Ich will dir ein paar Bücher wiedergeben, die ich schon gelernt habe. Okay. So, Dankeschön. Goodbye. Until next time, indeed. So, dann lass uns mal kurz gucken. Ach Quatsch, falsches Menü. Magic.com. Alteration. So, wir haben jetzt Equilibrium. Novice. Apprentice. Novice. Adept. Novice. So, dann brauchen wir noch Restoration. Jetzt habe ich das andere weggemacht. Ach so, Illusion wollten wir. Fick. Okay. Das hat überhaupt nichts gebracht. Illusion, was haben wir denn hier noch? Clever, Goal, 4, Fury. Nee, Fury werden wir ganz sicherlich nicht hier casten. Well. All this standing around is rubbish. We should be taking the fight to the Stormcloaks. Ja, that may or may not a very good idea. Okay, gut. Genug davon. Wir werden uns dann jetzt erstmal hier verabschieden. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Znaf, Lydia und Shani. Bis dahin. Bye, bye.